Matthias, guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Bin jetzt erst daheim, bin jetzt erst so weit, dass ich starten konnte. Tut mir leid, ich hätte gern früher angefangen, aber es ging heute leider einfach nicht anders. Auf der Arbeit hatte ich einen Notfall und das war heftig, das hat einiges an Zeit und Energie gekostet und ja. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf den letzten Akt zu. Bin sehr gespannt. Jodi-chan, sei auch du mir gegrüßt. Oh, das ist super. Das ist nämlich jetzt direkt die Stelle, wo der letzte Stream aufgehört hat. Ah, das ist ja cool. So. Also an der Stelle hier waren wir ja eh schon gewesen. Ich will da hinten jetzt nochmal das goldene Zieglein einsammeln. So. Zack. Phasmophobiker. Ja gut, stimmt. Wenn ich meine allererste Runde mit dem Flocket zurückdenke, mein Gott, hab ich mir da in die Hose geschissen. Ich glaube, da brauche ich gar nicht versuchen hochzukommen, da ist nichts. So. Ich möchte noch ganz kurz warten, einfach bis die Manu da ist. Oder ob sie kommt, ich hoffe es ja. Ah, guck mal. Geil, kaum redet man drüber, ist sie da. Manu! Manu, Wolvi, Möwi. Hi! So, ich freue mich natürlich auch auf alle anderen, die mit dabei sind. Aber Lost Ember, man spielt einen Wolf, Wolvi. Das muss einfach zusammenlaufen, anders geht das nicht. Das wäre wie wenn ich ein Star Wars spiele, dann brauche ich einen Yoda. Und Yoda tritt sich wieder selbst in die Eier. Oh, bekommt von anderen in die Eier getreten. So. Das muss passen, genau. Also, nochmal ganz kurz zur Erinnerung an alle, die es nicht mehr mitbekommen haben. Wir haben rausbekommen, dass unser Menschenalter Ego, also unser, dass wir in unserem vorherigen Leben einen Aufstand angezettelt haben. Es kam zu ganz vielen Toten. Wir und unsere verbliebenen Getreuen wurden verfolgt. Bis auf uns sind aktuell alle tot. Diese Figuren, die ihr da gerade gesehen habt, war quasi unser Menschenleben. Und wir haben einen Wolfswelpen gerettet. Dessen ganze Familie von unserem Vater und dessen Truppe getötet wurden. Also wir sind aktuell an dem Punkt, wo wir sehen, wie wir auf der Flucht waren. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Paul! Hi! Ich habe Ewigkeiten kein Star Wars mehr gespielt. Ich hätte riesen Bock drauf. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Schiss wegen Copyright. Weil irgendwie, ich bekomme bei manchen mit, die kriegen da Probleme. Und andere, die können da zucken und machen, was sie wollen. Und es gibt kein Problem. Paul, aktuell geht diese Ziege hier. Und zwar so, dass ihr auf die Physik schweißt. Mäh doch selbst! So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wann zum Aufeinandertreffen zwischen unserem Vater und uns kommt. Ich bin mal gespannt, ob es nochmal Erdhamster gibt. Hm. Das ist doch jetzt ein Witz. Nein, oder? Hey, ich bin eine Ziege. Scheiß auf Physik. Was ist das überhaupt? Da sind wir und der Welpe. Ich hab Angst. Seit wir den Welpen haben, habe ich Angst.
Wenn ich Angst habe, dann trinke ich aus meinem Pauli die Biene. B ist the word class, um diese Angst zu bekämpfen. Der Alkohol, der darin ist, tut sein Übriges. Ah, das ist Wasser. Das ist einfach nur ein Zitronenwasser, bevor jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen. Ich weiß, dass Bergziegen solche Wände besteigen können. Die scheißen auf die Physik. Das ist eine 90-Grad-Wand und mitten in diesem Berg steht einfach eine Ziege. Auf einem Stein. Ja, die Küken-Army, die hätte ich auch nochmal gerne. Oh. Ja, ich bin eine Ziege. Ich spring einfach von Wand zu Wand. Oh, da ist unser Vater. Okay. Es ist nur der Vater, es ist nicht der Rest des Trupps. Unsere Hauptfigur wird von ihrem Vater verfolgt. Wir haben einen Wolf. Wir gehen aufs Ende zu. Ich sage immer noch, dieser Lichtgeist, der uns leitet, damit wir in quasi den Himmel von uns kommen, ist unser Vater. Wieso ist er gerade auf die Knie gefallen? All hail Bergziege oder was? Oder war es wegen dem Schneesturm? Und wo ist der Trupp? Der Trupp wurde ja nicht von den Wölfen besiegt. Oh. Ich hab Angst. Ich glaube nicht, dass der Stream eine Stunde geht. Der sucht unsere Spuren. Ein Floppel! Ich bin wieder ein Floppel. Das sind nur eine Info. Das sind nicht eine Impfung. Das sind Woppel, aber wenn ich so einen steuere, dann wird es automatisch zu einem Floppel. Also ist es die Steigerung. Ey, Paul, du Maschine, du! Achso, nein, die Waschmaschine. Erklimmen wir die Bergspitze. Ich hab grad gedacht, wer redet hier? Ich bin ein Floppel und mir geht's gut. Am Tag packt mich die Rollerwu. Au, au, au! Ich bin ein Floppel und mir geht's gut. Am Tag packt mich die Rollerwut. So, einfach weil ich's kann. Yay! Rollkommando! Also war es unnötig, aber es war geil. Schreibt bei uns in Discord, bei den Wunschprojekten, wenn ihr irgendwelche Spiele sehen wollt. Ihr könnt ja auch mal meine Steamliste durchschauen, ob da irgendwas ist, was euch interessiert. Oder irgendein Projekt, das wir schon mal hatten. Was sind Evil 2, 3, 7, keine Ahnung. Schreibt einfach mal auf, wenn ihr da auf irgendwas Bestimmtes Bock habt. Weil das ist ja ein Wunschprojekt von euch und danach wird ein anderes kommen. Okay, wir fliehen immer noch vor unserem Vater. Warum? Wir haben mit Feuern den Vater und seinen Trupp hinter uns hergezogen. Was haben wir damit bezweckt? Wir wissen es immer noch nicht.
Als ob Eis mich aufhält. Oh, andere Ziege, hi. Valhalla, hi. Das ist Lost Ember. Ein richtig, richtig geiles Spiel. Also, ich bin schwer, schwer davon begeistert. Okay. Also unser Vater ist weiter auf der Jagd gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir waren. Da ist der Vater. Also der jagt uns. Der jagt uns weiter. Wo müssen wir lang? Nee, ich bin ein Floppel. Mir geht's gut. Gerade bricht so ein bisschen die Performance zusammen. Warum auch immer. Ich bin ein Floppler, mir geht's gut, am Tag packt mich die Rollerwut. So, was haben wir da? Gut, guck mal, wir sind kurz am Ende. Eine Art Brosche, sieht aus wie ein einfacher Clip-Mechanismus. Ich würde mal sagen, das ist die Brosche vom Vater. Wir sind mit unserem Welpen weiter auf der Flucht. Kapitel 6 Sonnentempel. Das ist eine Pyramide oder sowas. Gut, wir fliehen weiter. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir schon, oder das Volk, das wir waren, war super fortschrittlich, aber dieses Volk hier war noch fortschrittlicher, war aber schon ausgestorben, als wir quasi an der Macht waren. Gott, wir haben den Welpen getragen. Kurze Info, morgen wird es keinen Stream von mir geben. Vor der Arbeit bin ich mit den Handwerkern beschäftigt, da muss ein bisschen was gemacht werden und nach der Arbeit, ich komme sehr, sehr spät heim, morgen. So, endlich. Endlich haben wir was. Was finden wir jetzt raus? Steffi, hi!
hast es für sie getan. Für Wayla, richtig? Du wolltest eine Revolution, aber sie war dagegen. Wayla wollte, dass sie verstehen. Genau das war dein Plan. Sie dazu zu bringen, zu verstehen. Indem du ihnen die Vergangenheit zeigst. Deswegen habe ich sie hinter mir hergezogen. Deswegen habe ich sie immer wieder auf mich aufmerksam gemacht. Dieser Dolch. Bin ich das? Ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Ich bin Artevo. Ich bin dein Vater. Und auch derjenige, der für die Zerstörung deines Dorfes verantwortlich ist. Der die Frau, die du liebtest, hat töten lassen. Warte. Wolf. 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 Das ist krass. Es tut mir so leid. Bitte. Wo bist du? Das ist krass. Steffi, auf deine Fragen, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin kaputt. Zweiter Arbeitstag wieder. Heute wieder Notfall. Gut was zu tun. Wolf, ich wusste nichts davon. Ich schwöre es. Ich bin eine schreckliche Person. Nein. Ich verdiene deine Vergebung nicht. Ach du, ich weiß nicht, ob ich viel relaxen kann. Das ist für mich jetzt gerade sehr emotional. Ich habe Angst, auf was es hinausläuft. Ich bin ehrlich. Aber es ist ein Wahnsinnsspiel, also. Vor allem die Musik, die ist so gut. Ich glaub's dir, Manu, ich auch. Gemeinsam angefangen und jetzt beenden wir es auch gemeinsam. Wie gesagt, ich glaube kaum, dass der Stream eine Stunde geht. Das wird jetzt aufs Ende zugehen.
Jetzt sind wir am Sonnentempel. Ich bin gespannt, wie die Geschichte nicht jetzt mit dem Wolf, also nicht mit den Geistern der Hauptfiguren weitergeht, sondern wie es hier die Geschichte weiterging. Ich würde sagen, sie sind beide in diesem Schneesturm gestorben. Nun komm endlich mit mir! Wem willst du noch was beweisen? Du hast verloren, sieh es ein! Nein, sieh du es endlich ein! Es ist deine Schuld! Alles! Hör auf! Hast du immer noch Angst vor der Wahrheit? Hör auf! Du eine Marionette des Herrschers! Sieh dich doch um! Kalani, hör auf! Kalani! Ich bin für sowas zu nah am Wasser gebaut. Thank you.
Ich habe dich getötet. Wolf, es... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Boah. Manu, das sieht wieder wie was aus, wo du ein paar Bilder machen könntest. Also, Manu... Kanalfotografin jetzt offiziell. Du bist dran.